Red Send Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp mit R von Red Send Zone. Und heute, vor ein paar Stunden, ist die Minecraft Beta 1.7 bzw. Minecraft Beta 1.701 erschienen. Ihr seht es hier oben. Und ja, ich habe Minecraft gekauft. Es ist nur so, dass er leider nicht zu Minecraft.net connecten konnte und ich deshalb auf Play Offline geklickt habe und das mein Server auch ermöglicht. Willkommen an alle Cracker. Ja, leider wird es gerade Nacht. Ich bin Gott. So. Und ja, wir haben ja einen First Look zu der Minecraft Beta 1.7. Was ist neu und was hat sich verändert? Ihr seht, ich habe hier einiges aufgebaut. Einmal hier die Pistons, die ihr ja schon in diversen YouTube-Videos gesehen habt, also sozusagen so Drücker. Den genauen Sinn dazu habe ich nicht verstanden. Das Einzige, was jetzt sein könnte, ist, dass es zum Beispiel als eine Talsperre oder so für einen Fluss funktionieren könnte. Aber es gibt leider keine Flüsse in Minecraft, also ist das auch sinnlos. Den genauen Sinn habe ich noch nicht verstanden, aber schön, dass es mal sowas gibt. Vielleicht finde ich es ja später noch raus. Die werden via Redstone aktiviert. Ich kann es euch mal zeigen. Bling. Ja, und dann drücken die entweder was nach oben oder was zur Seite. Es tut mir leid, dass ich es ruckelt. Ich war zu faul, um Fraps zu starten. Ich kann ihn jetzt auch so hinbauen. Und dann drückt er hier zur Seite. Damit können auch diverse Blocks bewegt werden. Wenn ich jetzt hier einen davor baue, wird er dahin geschoben, aber nicht wieder zurückgeholt. Das kapiere ich jetzt noch. Geht nicht so. Ja, was gibt es noch? Fences, also Zäune, kann man nun übereinander stapeln. Ich kann das nochmal zeigen. So kann man sich sozusagen eine Art Gefängnis bauen. Das wäre jetzt der erste Nutzen, der mir dazu einfällt. Und ihr könnt sie in euer Inventar sind stackable. Das heißt, ihr könnt sie mehrfach in einem Kästchen in eurem Inventar haben. Das heißt, ich habe jetzt hier, seht ihr unten, drei Zäune. Dann, wieso habe ich hier diesen Cobblestone-Block hingemacht? Es ist so, Cobblestone hat einfach eine andere Textur bekommen, genauso wie die Backsteinblöcke, aber das habe ich jetzt hier nicht aufgeführt. Und was haben wir? Pistons, Zäune und Cobblestone-Blöcke. Dann gibt es noch eine Neuerung bei TNT. Ich kann jetzt mal hier etwas hinbauen. So. Und die können nun nur noch via Redstone oder mit Feuer aktiviert werden. Also nicht, indem man sie einfach triggert. Also nicht, indem man einfach auf sie draufschlägt. Ich demonstriere euch das nun mal. Ich mache eine schöne Redstone-Linie hier. So, aus sicherer Entfernung. Und ab geht die Post. Das hat zwar auch schon davor funktioniert, aber was nicht funktioniert ist, dass ich ihn so triggere. Das geht nicht. Da kann ich ihn nämlich ganz einfach wieder zerstören. Das ist ein nettes Feature. Ich kann es euch nochmal zeigen. So, scheiße. Hätte ich jetzt in Beta 1.6 oder früheren Versionen gedacht. Wie mache ich das weg? Ganz einfach, ich verschlag sie einfach. Denn aus Sicherheitsgründen und um den schönen Player nicht zu verletzen, hat man es einfach geändert, dass man sie nur noch mit Redstone oder Feuer aktivieren kann. So, und was ich ziemlich schön finde, es gibt Gartenscheren in Minecraft. Hey, an alle Hobbygärtner. Ihr könnt nämlich nun auch Blätterblöcke abbauen. Das geht auch ziemlich fix. So, und die könnt ihr nun alle einsammeln. Geht in euer Inventar. Habt hier 17 Blätterblöcke. Und könnt sie irgendwie hinbauen. Was vorher nicht gegangen wäre. Das würde ich leider nicht viel helfen, da sie nicht mit dem Boden und beziehungsweise mit einem Baumstamm, der den Wasser gibt, verbunden sind. Also verschwinden sie nach und nach, wie ihr hier seht. Ja, das waren eigentlich schon alle Hauptneuerungen. Ich kann nochmal die kleinen anderen neuen. Ich zähle noch einfach nochmal alles auf.
Also Pistons gibt's, diese Teile hier. Dann, dass die TNT-Sache, wie ihr hier an diesem Krater sieht, wo auch übrigens langsam Gras wieder wächst. Dann die Zäune, die man in seinem Inventar stacken kann und auch übereinander bauen kann. Dann Gartenscheren, mit denen man Blätterblöcke aufsammeln kann und sie dann auch im Inventar speichern kann. Mit diesen Gartenscheren kann man übrigens auch Schafe scheren. Da ist gerade ganz zufällig eins. Und mit einem rechten Mausklick schert man dann sein Schaf. Dann hat man Wolle, Wollblöcke. Ja. Dann aber, wenn man Schafe schlägt, lassen sie keine Wolle fallen. Das hat sich auch wieder geändert. Also Minecraft ist insgesamt wieder realistischer geworden. Ich meine, wenn ich jetzt TNT schlage, explodiert es ja auch nicht. Wobei, ich habe das auch noch nicht ausprobiert. Wer hat das schon ausprobiert? Wahrscheinlich nur die Leute von Mythbusters. Dann, ja. Die neuen Texturen bei Cobblestone und Brick Blocks. Dann ein Silberfisch soll angeblich in Minecraft Beta 1.8 geedit werden. Wenn man im Spiel F3 drückt, werden in der Nähe von den Koordinaten die Zahlen 1, 2 und 3 angezeigt. Je nachdem, in welche Richtung man schaut. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Dann die grauen Texturen, wenn man etwas kaputt macht, die sind durch Transparenz ersetzt worden, also es verschwindet dann und blubbt nicht einfach so weg. Dann, es gibt mehr Squids, also mehr Quallen, das kann ich. Mehr Tintenfische. Das ist mir eben aufgefallen. Warum waren hier so viele Squids? Vielleicht sind hier welche. Nein, gerade nicht, aber es gibt auf jeden Fall mehr und die schwimmen jetzt auch neuerdings mehr öfters an der Oberfläche. Und Single Slabs, also halbe Blöcke, wenn man die nun wohin macht, sind die im und in der unteren Hälfte von einem ganzen Block und nicht mehr in der oberen Hälfte. Ja, und es gab ein paar Bugs, aber die wurden wieder in Minecraft Beta 1.7.0.1 gefixt. Das waren alles nochmal zusammengefasst: Fences, Pistons, TNT und Gartenscheren. Schön für alle Hobbygärtner und Schafscherer und Bauern. Das war mein First Look zur Minecraft Beta 1.7. Es wird weiterhin Minecraft Beta News geben. Jetzt zur Minecraft Beta 1.8 natürlich. Schaut mal vorbei und auch immer First Looks zur neuen Minecraft-Version, wenn es halt sich auch lohnt. Also wenn jetzt nur eine Sache geedit wurde, mache ich das natürlich nicht. Das lohnt sich nicht. Ja, sorry für das Ruckeln. Das ist Camtasia Studio. Ciao, bis zum nächsten Mal.